Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Mountain Blade Warband. Ja, wie ihr letzte Folge mitbekommen habt, sind wir jetzt ein Königreich, ein eigenständiges. Wir haben uns von Rodok losgesagt und unsere Hauptstadt liegt natürlich genau im Kampfgebiet von Rodok oder im Herrschaftsgebiet von Rodok. Deshalb müssen wir jetzt auch mal dahin und nach dem Rechten sehen und mit etwas Glück auch das ein oder andere aufsässige Dorf niederringen. Also eigentlich die aufsässigen Städte, die Das ist gut. Jetzt weiß ich nämlich, wo einer von denen steckt. Plündert, geplündert und auch geplündert. Es sind ordentlich dicke Zahlen da drin. Müssen wir uns noch was einfallen lassen, wie wir hier stärker werden. Erstmal aber Ausbildung beenden von den Leuten. So, auf zur Hauptstadt. Dann gehen wir mal zur Burg. Stehen immer echt viele Leute rum. Dann reden wir zuerst mal mit unserer Ministerin. Aha, hier gibt sie mir mal bekannt, dass einige unserer Landstriche keinen Herrn zugewiesen bekommen haben. Liegt vielleicht daran, dass wir nur zwei Herren haben, also zwei Fürsten, die wir zuweisen können. Frage, gibt es irgendwelche Pläne, um unseren Zusammenhalt als Königreich zu stärken? Mir fällt erstmal nichts ein, dann suchen wir uns ein anderes Thema. Gut, das machen wir nachher. Erstmal plaudern wir mit den ganzen Fürsten, die hier rumstehen. Und das sind scheinbar Fürsten, die uns gerne ungefragt die Treue schwören möchten. Na dann nehme ich doch mal an. Auch an. Noch einer. Selbst den nehme ich an. Noch ein Schwur. Und die Damen, die sie mitbringen. Habe ich die schon? Ja, hatte ich. Gut, das war erfolgreich. Mattheld. Ich möchte einem Vasallen ein Lehen gewähren und zwar ja, sollen sich zanken drum. Dann wird Ema verteilt, dann nehmen wir Ema, könnte Klagus kriegen. Also sind sie alle wieder ein bisschen zickig, das ist halt eben das Problem mit der Bevölkerung. Ishamur behalte ich selbst. Burg Asugan kann er hier haben. Alle anderen sind ein bisschen angeknickt. Das ist immer blöd. Burg Unutsdag darf dann unser... Halt, das machen wir anders. Ishamur geht an unseren Ehemann. Ja,
Da ist er wieder glücklich. Geht an ihn. So, dann haben wir hier noch Dörfer. Könnt ihr euch ein bisschen drum prügeln, da habe ich gar kein Problem mit. So, einfach mal ein bisschen was verteilen. Redner kann er haben. So. So. Den Rest behalte ich mal für mich. Vorerst. Schließlich brauche ich auch ein bisschen Vermögen. Botschaft entsenden. Wir könnten jetzt natürlich zum Rodok-König eine Botschaft senden. Und zwar, ich möchte einen Waffenstillstand unterzeichnen. Wer soll das denn machen? Ja, keiner von denen ist guter Verhandler, also schicke ich mal Katrin. So, mach das. Katrin hat die Truppe verlassen, die kommt aber wieder. Hier können wir noch zum Markt gehen, schauen, dass wir unnötigen Krimskrams loswerden. Gesagt, getan. Oh, Früchte, sehr schön. Können wir noch irgendwas Gutes zu essen mitnehmen? Trauben vielleicht noch. So. Sehr schön. Sind also schnell aufgegessen, aber mal was anderes für die Mannschaft. Ja, schade. Keine schöne Belagerungsarmbrust. Wir hätten aber auch im Moment das Geld nicht dafür. Deshalb raus aus der Stadt. Alle sind trainiert. Den könnten wir einfangen. Da sind mehrere. Das sieht aus wie ein Tross. Ganzer. Ja, das ist ein ganzer Tross. Eieiei, das sind viele. Nicht so gut. Dann warten wir hier mal eine Weile. Jetzt ist guter Rat teuer, aber ich glaube, ihn hier fange ich ein. Er freut sich schon drauf, mit uns die Schwerter zu kreuzen. Wir möchten erstmal was Privates besprechen. Er will keine Ränke schmieden. Tja, dann müssen wir die auf die Mütze hauen. Dann führt kein Weg drumrum. So. Schauen wir mal schnell nach, wo der Feind bleibt. Ich vergesse die ganze Zeit, dass der Feind im Moment nicht aus Kanaten besteht. Das heißt, wir können alle Mann erstmal hier Position beziehen lassen und hier oben unsere Verteidigungsreihen aufbauen. In der Zwischenzeit gehe ich unten mal das Volk ärgern.
Eieiei, unter dem Arm durchgeschossen. Von Natur aus schlecht gezielt. Na, komm näher. Jawohl. Da sind ein paar gute Truppen dabei, die mit ihren Stahlhelmen. Gut, hier kämpfen wir dann noch lieber mal gegen die Bogenschützen, wie es sich gehört. Und wir schicken die Kavallerie rein. Rein aus Zeitgründen. Erfahrungspunkte könnte ich zwar gut gebrauchen, um wieder mal irgendwann eine Stufe aufzusteigen, aber das würde euch langweilen, die ganze Zeit mich dabei zu beobachten, wie ich an Fußvolk vorbei hacke. Schätze ich zumindest. Deshalb Kavallerie rein. Und sie die Arbeit machen lassen. So, ein Sieg ohne Verluste. Das sehe ich gerne. Und wir können wieder Gefangene mitnehmen. Ja, leider können wir keinen mitholen. Wir brauchen den Platz für die Katrin. Katrin? Ich glaube, es Katrin war es. Die kommt nämlich nochmal zu uns, nachdem sie den Auftrag ausgeführt hat und wir wahrscheinlich keinen Frieden mit Rodok kriegen werden. Das steht mir also quasi schon fest für mich, dass wir keinen Frieden mit denen haben werden. So, Krimskrams verkauft. Langschwert meisterhaft, einhändig geführt. Ne, zweihändig sogar. Aber ich habe meinen großen Säbel, den finde ich toll. Und den gebe ich auch nicht mehr her. Rüstungen an sich sind nicht so prickelnd. Schlachtross, Schlachtross lahm, ist auch nicht so interessant. Also, weiter geht's. Tja, wen holen wir? Den holen wir als nächstes. Er ist schneller als ich. Nee. Sowas kann ich nicht gutheißen. Wir brauchen Fußsoldaten. Definitiv. Ja, hier haben wir jetzt natürlich ganz viele finanzielle Einbuße. Weil sämtliche Ortschaften geplündert werden. Die Luca hat momentan auch Einbuße, weil hier die Feinde durch unser Land stromern. Okay. Ich glaube, ihn können wir eher kriegen. Er ist nicht so schnell. Ah, aber er flüchtet auch in die Burg, so ein Feigling. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Ich glaube, es ist sinnvoll, die Schlacht zum Feind zu tragen. Und deshalb werde ich jetzt, wenn die
Die swadischen Fürsten, wenn ich immer in den Weg laufen, werde ich jetzt versuchen, Yelkalla zu umlagern. Also nicht direkt zu belagern, weil ich glaube, dafür fehlen uns die Truppen. Aber solche Grafen, die hier rumreiten und versuchen, das Land zu sichern, die könnte ich ärgern. Er ist in die Falle gegangen. Er muss quasi an uns vorbei. Ein Graf, den es nicht könnt, kennt. Aber er möchte sich auch nicht uns anschließen, zumindest noch nicht. Kann ich ihm sagen, ich möchte Frieden schließen? Ja, er ist nicht in der Position, sowas zu bestimmen. Also muss ich ihn leider von der Landkarte wischen. So, hier kommt ihr wieder zurück. Alle auf die Position. Und ich gehe wieder den Feind ärgern. Mit etwas Glück kann ich ein bisschen Schaden machen, bevor die mit doch erheblich starker Kavallerie auf unsere Truppen zureiten. Na gut, so nicht. Aber der hat richtig ordentlich Kavallerie. Mein lieber Herr. Das wird Verluste geben. Oh ja, das wird Verluste geben. Hättest dich auf meine Seite schlagen sollen. Oh, 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 oh. Eieiei, der hat richtig gute Truppen. Da hätte ich mal besser vorher gucken sollen, was er für Armeen ins Feld führt. Da war ich mir zu sicher. Ach, geh doch mal weg. Ja, nett, dass du mir helfen willst, aber nicht, wenn du in meinem Schlag rumreitest, Freund. Die machen mir mein Pferd tot. Das gefällt mir nicht. So, sauber. Und auch ihn. Sehr schön. Ah, mehr. Sehr gut, wieder einer erlegt. Ich befürchte echt, dass wir richtig viele Verluste haben werden. So, noch einer weg. Zumindest haben wir die erste Welle überstanden. Und 17 Verluste. Das war viel. Meiner Meinung nach sogar zu viel. Aber gut, jetzt müssen wir da durch. Rekruten weg, Scharmützler weg, Fußsoldaten raus.
Wir können nämlich gute, teure Soldaten jetzt gefangen nehmen. Und dann brauche ich Platz. Ah, gut. Dann wäre das fertig. Hier können wir noch mal unsere Lücken auffüllen an Soldaten. Und natürlich die Ausbildung unserer Soldaten auch vornehmen. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Ich muss demnächst wieder neue Lebensmittel kaufen. Die können sich nicht nur von Brot ernähren. Sehr schön. Wen können wir denn noch das Leben schwer machen? Ihm vielleicht, aber er ist zu schnell. Er reitet weg. Das bringt gar nichts. Die Bauern möchte ich nicht töten, falls irgendjemand jetzt diesen Vorschlag hätte. Ja, das sieht doch gut aus. Ihm können wir das Leben schwer machen. Ja, wir möchten wieder mit dir kämpfen. Dann greifen wir den Feind an. Jeder Berg ist gut, hier bleiben wir auch. Ja, es wird wesentlich mehr Kämpfe geben, weil wir wesentlich mehr Gebiet selbstständig verteidigen müssen. Und nicht sagen können, Soldaten macht mal. Oder Fürsten macht mal, wir haben noch nicht so viele. Und wir müssen vor allem im Auge behalten, wie unsere Gesundheit steht. Sollte die nämlich bei solchen Kämpfen zu rasch sinken, müssen wir uns irgendwann ganz in der dritten Reihe verstecken, bei den Fernkämpfern. Oh, das ist eine unvorsichtige Bäuerin oder Lagerjägerin oder was die ist. Und ein sehr ungeschickter Angriff von mir gegen die Dame. Na, komm etwas näher. So, ach. Immer noch verfehlt. Gut, reicht. Wow. Das war viel Schaden. Na gut, das sollen unsere Soldaten mal ohne uns machen. Ich möchte mal die Ergebnisse sehen. Wir werden jetzt recht hohe Verluste fahren, aber geht. Wir gewinnen. Das war eine der wichtigen Sachen, dass wir gewinnen. Fußsoldaten weg. Wir nehmen Ritter mit und Waffenknechte. Ja, die lassen wir auch hier und nehmen Waffenknechte mit. Und Infanteristen nehmen wir mit. Ja, holen wir noch mal einen Ritter mit, Reiter mit. Infanterie aufwerten, aufwerten, aufwerten. Schön, schön. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Beute gemacht. Das werden wir in Veluca verkaufen. Und ihn werden wir umreiten. Nicht, dass er besonders stark ist. Ja, doch, er hat recht gute Truppen. Aber er hat auch sehr viele Truppen. Und da wir das Gefecht nicht selber anführen, gäbe das bei uns recht schnell Probleme.
So, was haben wir da? Ach, das habe ich mir so gedacht. Der nächste General mit zu viel Truppen. Und noch einer. So, sehr schön. Wir haben die Stadt erreicht. Versuchen wir mal ganz schnell den Kram hier loszuwerden. Sehr gut. Dann rasch in die Schenke. Mal schauen, ob wir hier noch ein paar vorausgebildete Soldaten einsammeln können. Diese Söldnertruppen. Und es steht jemand da. Nicht besonders gut, aber immerhin. Bam, bam, bam. Ja, zu essen hatten die leider nicht so viel Tolles. Tja. Also für nächste Folge müssen wir uns überlegen, wem der Feinde wir jetzt als nächstes ans Leder gehen. Der scheint nämlich auch wieder gute Truppen zu haben. Könnte sehr verlustreich werden. Aber wir müssen es wohl machen. Aber wie gesagt, erst auch in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.